Du bist ein Gott, der mich sieht, bedeutet für mich so viel wie, dass Gott für mich in schlechten Zeiten da ist oder wenn ich mal nicht weiter weiß. Du bist ein Gott, der mich sieht, bedeutet so viel für mich, dass egal was für Schicksalsschläge man im Leben hat, egal ob positiv oder negativ, der Herr immer über uns wacht und uns immer bei schwierigen Situationen hilft und uns vom Bösen fernhält. Du bist der Gott, der mich sieht. Dieser Satz kann einem helfen, wenn man in einer schwierigen Situation ist und man sich alleine fühlt, dass man weiß, da ist jemand, der auf einen aufpasst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, ich würde das so interpretieren, dass wir von Gott wahrgenommen werden, dass er über uns so in diesem Sinne wacht und dass wir nach jedem Elend trotzdem die Hoffnung bewahren sollten, weil diese halt an unserer Seite ist. Du bist ein Gott, der mich sieht, hat für mich eine große Bedeutung, da ich daraus verstehe, dass Gott derjenige ist, der mich versteht und auch den Überblick über mich hat und dass auch selbst wenn mir Unrecht verschuldet wird, dass er sieht, dass ich nicht im Unrecht liege, sondern dass ich eventuell Recht habe. Ein Gott, der mich sieht, bedeutet für mich, dass dort oben jemand ist, der immer auf einen aufpasst und der immer für einen da ist, in guten wie in schlechten Zeiten.